So, wir haben ja direkt was Neues gefunden. Zeig mal. Hübsche Blumen für deine Eltern oder für deine Schwester gefällig oder für einen geliebten Freund. Oh, du da drüben. Ach, du bist es. Bist du nicht die Frau aus dem Waisenhaus? Ich habe dich doch wortlich gerade ge... Ach, dann bist du also wirklich keine Blumenhändlerin. Nein, das stimmt nicht ganz. Wieso brauchst du dann Blumen? Du brauchst Geld, nicht wahr? Nun, siehst du... Ja klar, jetzt da Jäger verschwunden ist, hat das Waisenhaus kein Geld mehr, stimmt's? Leider ist es so, wir mieten das Waisenhausgebäude vor einer gewissen bekannten Person in der Stadt. Doch seit wir keine Beiträge von Jägern mehr bekommen, können wir die Miete nicht mehr bezahlen. Abgesehen von der Miete für das Gebäude brauchen wir auch viel Geld, um die Kinder zu ernähren. Aber sind ja nicht einige der Kinder draußen und arbeiten? Sie haben Mühe, sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Es wäre zu viel verlangen, sie um Unterstützung zu bieten. Was ist mit diesen beiden energischen jungen Damen aus dem Waisenhaus? Gausch und Droid geht es nicht anders. Beide haben für Jäger gearbeitet. Doch seit er gestorben ist, haben sie jetzt wahrscheinlich genauso schwer wie alle anderen. Oh, lieber Herr, würden Sie gerne ein paar Blumen kaufen? Sie ist auf dieser Art Weg geschaffen, ihre Schulden abzubezahlen. Vielleicht kann sie einen kleinen Gewinn machen, aber ich bezweifle, dass sie damit die Schulden tilgen kann. Ich tue schon irgendwie weh, jetzt zu sehen, nicht wahr? Cool Story. Okay, wir können ja angehen. Bitte nimm das hier. Das müsste jetzt für einen schönen Stangen Geld verkaufen können. Jetzt aber mal langsam. Bist du dir sicher, dass du was verschenken darfst? Ich tue lediglich etwas, was das Reich schon hätte längst tun sollen. Das ist alles. Wenn du was verschenkst, kannst du doch nicht mehr beweisen, dass du zur kaiserlichen Familie gehörst, oder? Nein, das ist schon in Ordnung. Das hier ist nicht mehr zu besitzen. Das hier nicht mehr zu besitzen, erinnert doch nichts daran, wer ich bin. Bevor wir aber hier weiter Schritte unternehmen, wie viel brauchst du denn eigentlich genau? Mal sehen, 500.000 Gold müsste reichen. Das habe ich nicht mal annähernd. Das ist eine beachtliche Summe. So viel Geld haben wir leider nicht. Dann besteht die einzige Lösung wahrscheinlich darin, dass ich ihr meinen. Wir können auch arbeiten wie die Wilden und diese Summe zusammensparen, oder etwa nicht? Warte mal, du willst doch nicht etwa sagen. Er will damit sagen, dass wir alle verstehen, wie du dich fühlst, Estelle, und mithelfen wollen, stimmt's? Nun ja, so könnte man das sagen. Wir kommen wieder, wenn wir genug Geld erspart haben. Bitte hab ein wenig Geduld. Was? Ich wirklich? Ich habe 13.000. Ich glaube, ich kann noch nicht mal annähernd daran irgendwie 500.000 Gold hier zusammen zu sparen. Ja, ich werde jetzt nicht einen Schnitt machen, weil ich noch weiß, wo einige Sachen sind. Wir gehen jetzt erst einmal nach Dingens hier, wie heißt es? Heliod. Weil da gibt es auch so ein, zwei Sachen, die wir noch machen können. Und ich habe so das Gefühl, ich weiß sogar, was eine dieser Sachen uns erbringt. Weil wir damals eine Cutscene hatten. In diesen einen Shop mit Judith und ein Kostüm, und ich habe so das Gefühl, wir kriegen jetzt das Kostüm, weil wir müssen mit diesem Shop-Typen hier reden. Da kommt eine Cutscene. Zeig mal. Boom. Willkommen, Reisende. Oh, ihr wart diejenigen, für die ich letztes Mal ein Outfit synthetisiert habe, richtig? Ich habe es immer noch hier. Wollt ihr es? Oh, hey, vielen Dank. Hier, bitte. Judy Klein, ist das gesetzwidrig? Pff. Hey, alter Mann, Gesetze? Hui, sexy Typhoon, Mama. Wenn ihr mir Schiegelpelz, ein Geisterfragment, zwei gesegnete Zweige und zwei Kampfanklauen bringt, kann ich loslegen. Was ist mit der jungen Dame dort? Okay, ich einen Schiegelpelz, habe ich glaube ich nicht. Kann ich die hier so herstellen? Nee, Dreck, das heißt, ich muss die irgendwann mal so zusammensuchen. So. Deine Schönheit wirbelt überall Staub und lässt keinen Schein auf dem anderen. Sie hat schon die meisten Kostüme, merke ich gerade. Ach ja, ich glaube, man konnte irgendwie zwischen Estelle und Rita auch noch wählen. Kann ich von denen dann auch irgendwie so ein Kostüm bekommen? Da wäre natürlich nicht schlecht. So, dann war hier unten noch was. Weiß nicht, worum es da geht, aber mal gucken. Wenn wir schon mal hier sind, dann zeig mal.
Der Typ hämmert immer noch seinen Kopf gegen das Klo. Das ist Professor Sicily, nicht wahr? Oh ja, da ist er. Wir laufen ihm aber wirklich sehr oft über den Weg. Meinst du, dass er uns folgt und sich dann an Stellen postiert, wo wir vermutlich bald vorbeikommen werden? Ich weiß nicht, sollten wir ihn begrüßen? Na, alter Mann, worauf wartest du denn noch? Ich? Na schön, von mir aus, warum nicht? Buongiorno, wie geht's denn so? Oh, du bist das. Buongiorno. Du kommst mir ja recht niedergeschlagen vor. Was ist denn los? Die Recente habe ich einfach kaum noch Lust, irgendetwas zu unternehmen. Ehrlich? Na, ich schätze, wir haben alle ab und zu einen Durchhänger. Hey, Herr Sicily? Bist du nicht ein ganz großer Ingenieur, Herr Sicily? Du kannst doch Waffen und solche Sachen machen, nicht wahr? Sie. Dann mach doch mal eine richtig tolle Waffe für uns. Eine Waffe, sagst du? Nein, das interessiert mich einfach nicht besonders. Oh, ich verstehe, das ist wirklich schade. Es ist also wahr, dass du an etwas interessiert sein musst, um daran arbeiten zu können. Hey, Bambino, deine Frisur ist sehr interessant. Was, meine Frisur? Wirklich? Oh, mir ist gerade etwas Großartiges eingefallen. Wie? Bambino, deine Frisur hat mich auf eine gute Idee gebracht. Grazie, grazie mille. Ich muss einige Teile besorgen. Ciao, amici. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Und schon ist er weg. Was ein merkwürdiger Vogel. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn schon sehr bald wiedersehen werden. Ja, dann kann ich dem wieder so und der hämmert immer noch seinen Kopf. Vom Anfang bis Ende des Spiels, ey. Der macht nichts anderes als das. Durchwärmverschaffung ist mich kalt. Wenigstens sagt er mal was anderes. So, ich war ich hier schon überall. Ich weiß es gar nicht. So, wo war noch irgendwas? Lass mich mal kurz nachdenken. Ich sollte vielleicht mal meine Notizen hier aufpacken. So. Dingens, Nordopolika war aber noch was, genau. Ups. Muss ich auch noch machen, stimmt, ey. So. Nordopolika am Kolosseum Eingang Empfang Dingenskirchen, wie auch immer man das nennt. Da wollen sie nicht. Okay, letztes Mal haben die Leute hier geschlafen, was? Aber ich glaube, da war auch dunkel. Irgendwie kann switcht jetzt hier das Wetter zwischen Tag und Nacht immer. Wenn ich irgendwie mich ausruhe, ich tue mich immer, wenn ich in jeder Stadt noch mal ausruhen wegen Skits, ne? Und ja, manchmal wird es dann dunkel, manchmal wird es hell. Ich hoffe, jetzt kommen nicht einige Quests irgendwie, die erst nachts oder tags nur zur Verfügung stehen, weil sonst muss ich jedes Mal noch mal überall durchrennen. So, hast du jetzt geöffnet? Du hast immer noch deinen Shop geöffnet. Sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Ey, du bist doch echt zu blöd. So, wie sieht's hier aus? Habt ihr hier neue Sachen? Nein, alles klar. Die ganzen Leute, die standen ja letztens noch gar nicht. Okay, egal. Meine Frau ist immer noch betrunken. So. So. Du nicht? Okay. Dann du. Okay. Hallo alle zusammen und danke für eure Geduld. Willkommen im Kolosseum, in dem ihr kürzer ein neues Turnier beginnt. Ein neues Turnier? Hm? Ganz genau, das ist das Teamturnier. Wow. Wir können also alle kämpfen? Ganz genau, beim ewigen Nahkampf haben die Teilnehmer immer allein gekämpft. Klingt einsam, oder? Nun, die Sorgen von früher sind vorbei. Ab heute sind eure Freunde dabei. Cool, nicht, dass es mir etwas ausgemacht hat, allein zu kämpfen. Ist das richtige Turnier für mich? Komm schon, sind wir ein Team oder nicht? Nun, dann meldet euch rasch an. Okay. So, was machen wir mal? Einfach. Obwohl, das ist jetzt erst freigeschaltet worden. Ne? Das ist bestimmt voll knüppelhart. Egal. Versuchen wir mal. Das ist einfach so. Aber wenn man nicht aufpasst, verletzt man sich. Also mal. Wir können ja nicht Game Over gehen oder irgendwie sowas. Ne? Also. Warum nicht? So, jetzt sind die ganzen Gegner irgendwie, weiß nicht, Level 100 oder irgendwie sowas.
Habe ich vorstellen, das neue Kronjuwel vom Palestrale, unser Teamturnier. Zeigt uns, wie gut ihr zusammenarbeitet, Kämpfer. Denkt an, dass ihr die Herausforderung, aber das ist der Herausforderung, aber wenn ihr nicht wachsam bleibt, erwarte ich eine Welt des Schmerzes. Also ihr seid die heutigen Kämpfer. Das sind neue Gesichter, die schon kühne Erwartungen hervorbringen. Die strahlenden jungen Sterne der heldenmutigen Vesperia. Ja, Carol fehlt allerdings noch Dreck. Ja, wir haben neue Kampfmusik. Wir stehen breit und strahlen hell. Fertig kämpft. Ja, habe ich schon gemerkt, irgendwie, dass wir hier neues Kampfthema haben. Wir haben neuem Intro sein. Also viel kann ja eigentlich nicht schief gehen, oder? So, ich muss euch erstmal wieder alle. Ich habe jetzt 46% aller Monster übrigens erst gefunden. Also wie viele Monster laufen denn hier noch rum, ey? Ja, Superstar D. Aber das sind 6 gegen 4, das ist voll unfair. Ja, zum Glück sind die alle hier so nahe einander. Also ja. Ah. Ich war mir nicht sicher, aber hatte Estelle auch Spezial, ja, ne? Da muss sie irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Zauber hier einsetzen. Irgendeinen sehr starken Zauber, nehme ich an, ne? Und einfach nur Dings. Freuen wir, ja. Versuchen wir mal. So, komm. Versuchen wir mal. Passt. So, mystischer, zeig mal. Heilige Buße. Cool. Oh, meine Charaktere wurden geil. Cool. Superstar. Oh. Okay. Haben wir auch mal die Mystik gerade gesehen. Ich habe die uns auch noch nicht gesehen. Also. Ich tue nicht, weiß ich nicht, alleine die ganzen Mystik angucken. Oh, Junge. Bleib stehen. So, ich hoffe, ist nicht schon einer gestorben, bevor ich den analysieren konnte. Weg. Fällt das neue Kampfthema. Ja. Ich kann nicht sehen, für AP, wenn da. So, wo ist Estelle? Die kriegt gerade ein bisschen die Phrase die ganze Zeit. Wo ist die? Ja, geblieben. Das hat der einzige Kampf, der übrigens. Boah. So. Oh, wir können alle unsere Klamotten einsetzen. Merke ich auch gerade. Wir bekommen nicht irgendwie Kolosseumsgegenstände. Kann aber nicht alles sein danach. Da kommt bestimmt noch irgendwas. Problem ist, wir haben schon wieder ein Zeitlimit. Das regt mich gerade ein klein bisschen auf, ey. Nach Haarplatz doch hier schon wieder, ne? Am Ende. Ja, ich kann jetzt 2 Basisarzt hintereinander einsetzen. Auf nach Palestrale, meine Herren. Es ist Zeit, dass Grobian Manieren erlernen. Fertig kämpft. Was ist das? Wir sind Gentlemans, oder? Sind auch bekannte Gegner aus der Tales of Serie. Wir sind alle Level 60. Ich glaube, ich werde nicht, wenn ja immer mehr Gegner kommen, werde ich bestimmt nicht genug Gegenstände am Ende haben, ne? Was zum, das war Mew. Tales of the Abyss. Oh mein Gott. Ich hätte Rita noch mitnehmen sollen. Die hat vielleicht ein bisschen mehr Schaden noch hier einhauen können. Als Luke sehe ich gerade Gentle Replica. Was? Gentleman's Golem. Gegen was kämpfe ich hier, ey? Oh Gott,
sind das für Geräusche? Das ist verwirrt. Und das Tier. Der Charakter aus Tales of Abyss. Okay, wenn jetzt nicht, weiß ich nicht, noch 5 Kämpfe oder irgendwie sowas kommen, dann hätte ich das eigentlich schaffen können, ja, glaube ich. Ich kann halt 3 Angriffe hintereinander machen, genau. Estelle, mal etwas Hilfe. Ich höre schon die Heilung, irgendwie ist mein Bildschirm voll am Abspacken, aber das sieht man, glaube ich, nicht in der Aufnahme. Du hast eine Riesenwindel an, Kollege. Ja, die Gentlemen, die haben so komische Movesets, genau. Ja, sehr gut. Repeat, komm auch hier rein. Das Wasser ist herrlich. Mach mal alle anderen denn hier noch TP und ich nicht. Judith kommt einmal hin, haut den Haut wieder ab, ey. Was ist das? 5 Minuten haben wir noch, also. Komm schon. Ich boxe sie einfach in die Eier. Warum hat Estelle noch so viele TP? Also viel. Oh, dann da. Wenn wir alle auf den losgehen kommen. Immer down. So, jetzt kommt noch irgendwas. Pass auf. Das ist hier unser erster Schauer mit diesen 3 Schurken, aber ihr könnt sie alle zusammen ausschalten. Wer hat nicht kämpft? So ein paar normale Soldaten, okay. Eurunga. Ah, die haben alle so viel AP. Was ist das? Wir gehen echt die magischen Tränke aus. Magische Tränke, magische Augen. Johann. Johann, wie geht's denn so? So, Julif, das sah interessant aus gerade. Also wird den Fallrückzieher versuchen. So, ich hoffe, ich gewinne das hier. Ey. Ich habe so cool, die Zeit ist wieder, ja. Wenn ja, Strich durch die Rechnung machen wird, ey. Solange ich meine ganzen Objekte hier benutzen kann, kein Ding. Warum konnte ich nicht? Ja. Schon lange, ja, von denen schon tot? Nee, kann nicht sein. Aber warum ist denn mein von meinen Aufnahme-Dingen nicht richtig steckt. Au, 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 lass mich da raus. Halt mich mal kurz, danke. Au. Gott. Komm, weg. So. Nein, geh weg von Estelle. Nein, geh weg von der. Hey, du Pisser. Was? Von was wurde die? Okay.
Seid wieder aufgestanden. Da gibt es jetzt nicht irgendwie so ein Skill, der wieder Weckung oder irgendwie so was heißt, ne? Ich dachte, Carol hatte den, irgendjemand anders. Die Zeit wird mir ja so was von alles vermasseln, ey. Das kotzt mich jetzt schon ein. Hör auf zu blocken. Alter! Schau mal, was von Abwehrbruch gehört. Ist ja richtig toll, dass die Gegner unendlich blocken können, ne? Und danach kommt noch ein Kampf, ne? So. Ich verborg die wahrscheinlich auch vollkommen sonst. Ich sowieso nicht gewinnen werde. Steh wieder auf. Mein Gott, lass den mal aufstehen. Oh, da war's sogar gut. Boah. War sogar noch gewonnen. 13.000 Erfahrungspunkte. Apfel, Gentleman Dingens, dass ich für irgendwas brauche, glaube ich. Lebensbonus, gut. Ist gar nicht drauf geachtet, wie viel LP wir bekommen. Herzlichen Glückwunsch, heldenmutiger Vesperia. Und ihr habt heute die Stärke eures Verbunds euren Zauber weiß gestellt. Und ich war im Preis ab, ihr Kämpfer Naturen. Das Teamturnier geht gerade erst los. Wir erwarten eure Rückkehr. Bis dann, adios. Geld. Das Buch der Monster gehört mir, okay. Ja, wahrscheinlich erst zu 50%, ne? Die Hälfte haben wir erst, ey. そう。大方やめるにやめられなくなったのね。あんたらに見せちゃったから。そんなんじゃないって。おお、そう。半分まで来たんなら最後まで書きなさいよ。当然。ま、頑張れよ。飽きたら私がカロルの後を立派に引き継ぎますから。 Okay. So, meine Frage ist jetzt, ach, die haben alle Erfahrungspunkte bekommen, sehr gut. Ich wollte schon sagen, er hätte schon wieder alles durcheinander gebracht. Ich mit meinem System. Ja, zusammen. Ich kann. Okay. Was ist hier mit? Nö. Gut. Sprich noch mit ein, zwei Leuten hier. Und dann sind wir hier erstmal fertig, ne? Sind aber immer noch ein paar Sachen, die ich machen muss, die ich gefunden habe. Also es geht noch weiter. Ne? Lass mich durch. Lass mich erstmal hier heilen. Ob es jetzt Nacht wird. 500 Gold, ey, voll Wucher. Ne, ist aber noch heil. Okay. Dann mal sehen, wie es weitergeht. Es geht. ちょっと。はい。自分でもびっくりです。攻撃と補助。あ、で、ミスか。そんなんでできるレベルじゃなかったわよ。そうですか?エステルもそんだけ強くなったってことだろ?まあ、最初に会った時よりは随分強くなったとは思うけど。これからも頼むぜ、エステル。はい、こちらこそです。 Ja, repeat nicht. Na, geh weg. So, ich habe eine Cutscene gefunden. Ich bin mir jetzt aber nicht 100% sicher, wo das nochmal war. Ich glaube, das war bei Mount Temsa irgendwie. Und jetzt sehe ich hier voll viele Sachen zum Angeln. Mehr oder weniger. Habe ich alles offscreen gesucht. Ich habe jetzt mal geladen. Jetzt sind die alle neu respawned anscheinend. So, irgendwo ist eine Szene passiert, als ich hier rüber geflogen bin. War ganz viel Nebel. Ich meine, das war irgendwo bei Mount Temsa, oder? Ja. Zeig mal.
Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, dass ich weggegangen bin. Haha, geht's dir auch so, Baul? Baul? Redest du mit Baul? Ja, wir erinnern uns gerade an unser erstes Zusammentreffen. Willst du dir etwas ausmachen, mir davon zu erzählen? Ja. Vor langer Zeit lebte Baul auf dem Tempel, auf dem Gipfel von Mount Hemsa. Mein Gott, wie habe ich denn das jetzt gelesen? Die Menschen in der Stadt fürchteten ihn. Für sie war er ein großes, grausames Monster. Aber ich habe mit Baul geredet und irgendwann wurden wir Freunde. Wie alt warst du da ungefähr? Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich war noch ziemlich jung. Von dem Zeitpunkt an gingen wir gemeinsam auf Reisen. Mein Papa kam auch mit. Dein Vater? Mein Papa hatte eine Leidenschaft für Blastia. Wahrscheinlich hat er mich damit angesteckt. Kurz darauf kam es zum großen Krieg. Ich wäre beinahe umgekommen, aber Baul hat mich gerettet. Ich habe es heute echt drauf. Du warst mitten im Kampf getümmelt, nicht wahr? Ja, die anderen Kritia brachten mich für eine Weile nach Mjorso, aber ich ging wieder runter an die Oberfläche. Und dann entschied ich gemeinsam mit Baul, um den Planeten zu reisen, um alle Hermsblastia zu vernichten und die Welt von ihrer negativen Auswirkung zu befreien. Ich verstehe, Baul hat also dein Leben gerettet. Ja. Jetzt verstehe ich die Verbindung zwischen euch beiden besser. Danke, dass du es mir erklärt hast. Ich gehe jetzt wieder. Papa. Na, war das jetzt irgendwie Foreshadowing, dass wir ihren Vater irgendwann treffen? Also wenn ich die Aufnahme schon mal anhab, dann gehe ich nochmal direkt nach Heliod, weil da passiert auch was. So. Da passiert auch wieder was von, ich glaube, ich bin in die falsche, egal. Falschen Eingang hergenommen, aber ist ja eigentlich der gleiche Weg. So, hier ist auch irgendwo eine Cutscene aufgeploppt. Gucken wir mal, wo es hier umgeht. Boom. Hörst du diese Stimme? Es hört sich nach einem kleinen Kind an. Keine Bewegung. Was hat denn ein Kind an so einem Ort zu suchen? Oh, du armes Ding, ganz ruhig. Das ist ja ein Baby, also. Hey, zeig es mir mal kurz. Hör auf zu weinen. Du kannst nicht warten, es zu weinen aufwenden, nur weil du es darum bittest. Fantastisch, Rita, du bist die geborene Mutter. Was soll denn das heißen? Das ist eine geborene Mutter. Das hast du daran nicht verstanden. Hey, glaubst du, dieses Kind wurde von seinen Eltern im Stich gelassen? Falls das so ist, sollten wir es wohl am besten zu den Rittern bringen, damit die sich darum kümmern. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Wir können genauso gut bis zum Morgen warten. Bis dahin können wir uns zu den Kleinen kümmern. Also hätte ich diese Szene nicht tagsüber sehen können oder was? Oh Gott, das wird es ja richtig kompliziert machen hier. Ich verzichte. Warum? Es tut mir leid, aber mit Kindern, die noch zu klein sind, um mich zu verstehen, kann ich nicht gut umgehen. Ich muss hier ebenfalls passen. Es ist so klein, dass ich Angst habe, es zu erdrücken. Meinst du wirklich, ich sehe wie ein guter Babysitter aus? Also ich finde... Ach, was soll sie denn alle zu gar nichts zu gebrauchen? Aber ich habe doch nur gar nichts gesagt. Gehen wir es, hell. Oh, na schön. Mehr Shipping-Momente mit den beiden. Nicht das schon wieder. Wieso hältst du immer dann auf zu meinen, wenn du es in den Arm nimmst, Rita? Ich weiß nicht. Wieso weinst du denn plötzlich? Ja, also vielleicht ist es ja hungrig. Sollen wir ihm vielleicht eine Banane geben? Rita, nein. Psst, sei still, Carol. Wer ist da? Rita, dieses Baby ist noch zu jung, um Bananen zu essen. Wir können ihnen ja Milch oder so ähnliches geben. Ich hätte gedacht, dass der Ohr plötzlich angefangen wurde zu pinkeln. Ich werde mal schauen, ob ich etwas finde, das wir als Windel benutzen können. Nein, das bin ich nicht alle. Jetzt schreit er über das ganze Gesicht, weil er seine kleine süße Milch getrunken hat. Habe ich recht? Es ist aber ein braver Junge. Ich war ganz überrascht, als ich sah, dass es ein Junge ist. Du bist ja ganz rot, Estelle. Was? Ja, das war nur ein Scherz. Haha, er schläft so selig. Ja, für mich ist es auch schon längst Zeit, ins Bett zu gehen. Und trotzdem warst du stundenlang auf dem Bein und hast dich um ihn gekümmert. Na, ich kann ihn ja schließlich nicht einfach allein lassen. Weißt du, ich frage mich, wo Juri und die anderen hingelaufen sind. Ja.
Willst du nicht, dass wir beide jetzt wie Mama und Papa aussehen? Ein glückliches Paar. Was, wovon redest du denn? Falls wir seine Mutter nicht finden, sollten wir ihn adoptieren und ihn gemeinsam großziehen. Noch mehr Shipping-Momente. Du spinnst ja, Estelle. Junge, vergiss uns bitte nicht, sobald der Morgen graut. Oh, meine kleinen, oh, mein kleiner Engel. Vielen Dank, ich habe nur eine Sekunde lang weggeschaut und schon hat ihn jemand davongetragen. Du musst wirklich besser aufpassen. Wo ist der Junge? Hallo? Oh, Gott sei Dank haben wir ihn ja gefunden. Wirklich schade, dass wir uns nicht noch ein wenig länger um ihn kümmern durften. Du machst Witze, nicht wahr? Er hat wirklich angefangen, Gefallen an dir zu finden, Rita. Er hat sich einfach nur wie ein normales Baby verhalten. Er hat also nicht Gefallen an mir gefunden. Man sagt, dass Babys es sofort merken, wenn jemand ein guter Mensch ist. Ein guter Mensch, hm? Rita, du bist ein guter Mensch. Und ich nicht. Okay. Boah, ich überlege gerade, wo war noch was? Irgend noch der Cutscene. Ich glaube, ich muss noch mal zu Pharaoh hier. Zu diesen Dingen hingehen. Zum falschen Jormgen, aber da schalte ich euch dann wieder nächstes Mal rein, glaube ich, um das abzukürzen. Also bis gleich. So, hier ist erst einmal das Skit. Ich weiß nicht, auf was die sich bezieht. Und danach reden wir mit dem einen Typen hier drin.材料そのまま。いや、見たバナナ。思い出すね。パンに生卵を挟んだだけのリタのサンドイッチ。生卵は斬新。おい、真似しないでよ。次も私に料理させたら入れるから。入れるって何よ。とっておきの入れるから。 So habe ich mit dir irgendwie was, glaube ich, auch was gemeistert, alles klar. Also jedes Mal, wenn wir irgendwie was meistern, habe ich so ein Gefühl, wie so ein Kochen-Skit bekomme. Und das ist klar. Ja, gucken wir mal, was der noch zu sagen hat. Hi. Wolltest du sonst noch etwas wissen? Was hast du in dieser Stadt gemacht, seit alle Stadtbewohner weggegangen sind? Als alle anderen Kritter zu ihrer neuen Heimat im Himmel aufbrachten, brauchte ich ebenfalls einen Zufluchtort. Hast du sie denn nicht begleitet? Ich wurde in der ganzen Aufregung zurückgelassen. Ist ja nicht dasselbe passiert, junges Fräulein? Du musst ja schrecklich einsam sein, wenn du hier immer ganz allein bist. Ganz im Gegenteil, nachdem alle gegangen waren, kehrte in ganz Nord eine angenehme Stille ein. Pff, das ist alles. Du kennst noch nicht von der seltsamen weißen Wassermelone. Okay, ich kann ja sowieso nicht übernachten. Ich habe mal versucht, in dem Bett zu schlafen, geht irgendwie nicht. Also ja, gut. Okay, wenn das alles war. Warte mal, kann ich noch mal hier reingehen? Dann sagt er was anderes. Okay, keine Ahnung. Er hat es jetzt irgendwie nicht so gebracht. Hey, warst du mal einsam? Ja, irgendwie schon. Aber eigentlich nicht. Okay. Dann war mir ein bisschen zu wenig. Ich versuche nochmal hier rauszulaufen, ob irgendwas passiert. Vielleicht, wenn ich hier rausgehe, kommt eine Cutscene, keine Ahnung. Das war mir doch verdächtig wenig. Verdächtig viel wenig, wollte ich jetzt gerade sagen. Aber hier scheint von nichts mehr zu kommen, ne? Also hast du meine Zeit verschwendet. Wie kannst du es wagen? Du siehst. Hey, du bist doch... Nein, Typ. Was geht hier vor sich, LeBlanc? Captain Schwan! Nein, du verwechselst mich mit jemandem. Entschuldigung, Sir Raven. Schlicht und einfach. Jetzt kommt er wieder mit dem diesem Sir Raven. Schlicht und einfach. Wieso treibt sich ein ehemaliger Elite-Offizier der Schwan begann einen Ort wie diesen herum? Also, nun ja, das ist... Kurz und blindig, LeBlanc. Ja, so, ich habe mir den Kopf
Oh, Entschuldigung, über die Zukunft der Schwanbegrad zu brauchen, Sir. Ich finde, wir sollten der Flinbegrad helfen, aber andere Leutnants meinen, wir sollten ihnen der Hauptstadt bleiben. Wenn wir Offiziere zögern, den nächsten Schritt zu tun, verlieren die Untergebenen das Vertrauen in uns. Es ist ein Schande, wie kann ich so jemals Captain Schwan gegenübertreten? Was würde passieren, wenn er plötzlich direkt vor dir stünde? Es tut mir leid. Rita, Raven? Nun, ich kann die Brigade nicht einfach ignorieren. Es war Schwan, der ihnen das alles eingebockt hat. Willst du die Mitglieder der Schwanbrigade etwa versammeln und selber anführen? Leblanc, ist es das, was du von mir erwartest? Sir, nein, Sir, ich möchte euch keinen Ärger bereiten, Sir Raven. Wer wird denn entscheiden, wohin die Brigade geht? Sir, das werde ich tun, Sir. Stolz werde ich die Last der Verantwortung und die Führung meiner Brigade tragen. Wenn das eine Entscheidung ist, dann handle entsprechend. Ich wette, Schwan würde es für wichtig halten, die Flinbegrade zu unterstützen, zusätzlich zum Schutz der Hauptstadt. Ja, Sir, danke, Sir. Sieht aus, als hättest du ihm einen guten Rat gegeben. Nein, Raven hat ihm nur einen kleinen Schuss gegeben. Herr Blanc wusste schon, was er tun wollte. Als ich zum ersten Mal hörte, dass du Captain Schwan bist, konnte ich es nicht glauben, aber die Gerüchte über dich stimmen. Als Harry und die Gilde um Hilfe warten, war es genauso. Du kümmerst dich um andere, nicht wahr, alter Mann? Nein, ich habe mir nur angehört, was Leblanc zu sagen hatte. Mehr habe ich nicht getan. Oh, ist da jemand ein bisschen verlegen? Du hilfst Leuten, ohne sie zu verhätscheln. Das ist schwer. Ich frage mich, ob ich je so sein kann wie du, Raven. Es bringt nichts, den alten Raven auf einen Podest zu stellen, Junge. Viele Menschen respektieren und bewundern Captain Schwan. Ich glaube nicht, dass du dich von allen distanzieren musst, was mit ihm zu tun hat. Mit einem so hübschen Mädchen kann ich nicht streiten. Fehlt aber der Ritter als Titel halten. Hm. Oh. Ah. Auch als ehemaliger Ritter bist du, bleibst du eine Legende. Dafür gebührt dir Ehre. Ehre, Alter. Ehre. Cool. Dann gehe ich noch mal raus und speichere und gucke mich hier noch weiter um. Es ist voll spät eingefallen, dass ich mich hier noch gar nicht irgendwie umgesehen habe. Und ja. Jetzt sehen wir mal, was ich hier direkt verpasse. Ein Kostüm. So, aber normalerweise kommt ja immer irgendwie so ein kleines Skit, wenn man mit einem Kostüm ja kämpft, mit einem neuen, glaube ich. Deswegen komm mal her. Ich mache mal ganz kurz platt. Muss sowieso noch Sachen lernen. Die Gegner sind da voll schwach, also boom. So, Skit. Nein. Okay. Jetzt aber. Dreh dich doch. Hey. Wieso kommt mein Bruder nicht zurück? Es ist keiner mehr da, der etwas gegen die Heirat einzuwenden hätte. Lone hat die ganze Zeit auf ihn gewartet. Ich muss etwas unternehmen, damit wir drei wieder glücklich sein können. Ich kann mich nicht mehr auf andere verlassen. Ich muss ihm selbst helfen. Kommt dir an, Shell, irgendwas merkwürdig vor? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Hey, Shell. Oh, hallo. Brauchst du etwas? Naja, es geht um deinen Bruder. Ach, mach dir deswegen keine Sorgen mehr. Es tut mir leid, dass ich dich mit einem so seltsamen Gefallen gebeten habe. Bitte vergiss, dass ich sie erwähnt habe. Aber was ist denn mit Clay? Ich habe darüber nachgedacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich diese Aufgabe niemand anderen anvertrauen kann. Das ist eine Aufgabe, die ich selbst übernehmen muss. Bemühe dich also nicht weiter. Entschuldige mich jetzt bitte. Jetzt kümmern wir uns recht um. Worum ging es denn da eben? Er will sich jetzt selbst darum kümmern. Meinst du, er hat vielleicht eine ungefähre Ahnung, wo sein Bruder stecken könnte? Schwer zu sagen. Es ärgert mich zwar, aber wenn er sagt, dass er unsere Hilfe nicht mehr will, ist die Sache erledigt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, super. Und du erwartest jetzt, dass ich einfach hier so stehe und nichts mehr mache? Das ist ja wohl... Das hättest du wohl gerne, ne? Wop. War doch gerade schon wieder Juri, mein Bruder ist zurückgekehrt. Was, wie ich schon sagte, ist mein Bruder Clay wieder da. Es tut mir leid, aber ich muss wirklich gehen. Ich bin wortwörtlich gerade in Mordios Haus reingegangen und wieder zurückgelaufen. Das, da hat man also Clay endlich gefunden. Wir waren überhaupt keine große Hilfe. Scheint aber sehr gute Laune zu sein. Ich freue mich für ihn. Sollen wir in dem Fall schon dem Bruder einen kleinen Besuch abstatten? Boah. Du bist es.
Wie es aussieht, hat uns das Schicksal wieder zusammengeführt. Yuri Lowe. Ach, den Typen habe ich mal in Mantaik getroffen. Wer ist das? Mein Bruder. Warum hast du... Dein Bruder? Du meinst, dieser Mann ist... Du bist also Clay? Warum hast du es getan? Das würde ich gerne wissen. Warum hast du meinen Meister, den Vater von Lune, getötet? Aber ich dachte, wenn er aus dem Weg wäre, könntest du, Lune und ich... Ist es das, was Lune wollte? Ich wollte nur, wir drei zusammen. Mein Bruder, Lune und ich, wir haben die ganze Zeit auf dich gewartet. Ah! Shell! Was ist mit dir geschehen? Clay, ist ja klar, was du getan hast? Wie konntest du Shell das antun? Mein Vater hat dir den Schwertkampf nicht beigebracht, damit du so etwas tust. Ich musste für Recht und Ordnung sorgen. Ich konnte nicht ignorieren, was Shell getan hat. Waren dir Recht und Ordnung wichtiger als das Leben von Shell? So dumm. Ich bin ja so dumm. Ich hätte es Shell sagen sollen. Er war immer für mich da. Ich hätte mich bei ihm bedanken sollen. Da muss ich den jetzt fertig machen. Clay, und bist du jetzt glücklich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht einmal mehr, was Gerechtigkeit überhaupt ist. Warum hast du denn dann Shell angegriffen? Ich sagte dir doch, so bin ich nun einmal. Das war gleich, was Yuri eigentlich die ganze Zeit macht. Wenn ich hier nicht zur Rechenschaft gezogen wäre, mein Leben eine Lüge und ich wäre nicht besser als der Verbrecher. Die Verbrecher. Aber das hast du auch schon gewusst, nicht wahr? Deshalb bist du nicht zu ihr zurückgekehrt. Du hast ihr als Gesetzhüter die Hände schmutzig gemacht und dachtest, du wärst ihr deshalb nicht mehr würdig. Wie du sagst, habe ich mir diese einst unschuldigen Hände im Namen der Gerechtigkeit schmutzig gemacht. In deren Namen habe ich sogar auch diejenigen Menschen niedergestochen, die ich eigentlich beschützen wollte. Wenn es dir derart an Willenskraft mangelt, solltest du das Wort Gerechtigkeit nicht so leichtfertig in den Mund führen. Hä? Jeder, der es lernt, mit einem Schwert umzugehen, sollte das wissen. Schwerter müssen dafür benutzt werden, andere zu beschützen. Sobald dir klar ist, was es verdient hat, beschützt zu werden, gerät dein Wille nie wieder ins Wanken. Was es verdient hat, beschützt zu werden. Was wolltest du denn beschützen? Schwerter müssen dafür benutzt werden, andere zu beschützen. Das war das Erste, was mir mein Lehrer je beigebracht hat. Ich frage mich, wann ich das vergessen habe. Dein Wille gerät wohl nie ins Wanken, was? Ich habe nur das große Glück, dass es viele Dinge gibt, die es wert sind, von mir beschützt zu werden. Hey, ich bin dir etwas schuldig. Nimm das hier. Betrachte es als kleines Dankeschön. Vielleicht wird es dir helfen, das zu beschützen, was für dich wichtig ist. Und was wirst du tun? Ich kann meine Tat nicht ungeschehen machen, werde aber nicht weglaufen, sondern für meine Sünden büßen. Hast du mir ein Schwert gegeben? Cool. Yuri. Wie steht es denn da drüben? Wir haben den Rest der Ritter überlassen. Was ist mit Clay? Er ist ins Schloss gegangen. Ich glaube, er will sich stellen. Gut, dann müsste ja wieder alles im Lot kommen. Warum muss das nur geschehen? Heule nicht, Carol. Wir haben noch viel zu tun. Finsterer Vollstrecker. Ich habe kein Schwert bekommen. Oh. Auch wenn ein Schwert das Licht des Bösen vertreibt, unterstehst du doch dem Wort des Gesetzes. Okay, das sieht cool aus. Na doch, lassen wir jetzt Sonnenwolle. Ja, ich sollte hier vielleicht noch mal ein paar Sachen irgendwie. Na klar, gut. Cool, einen neuen Titel wieder bekommen. Schon der zweite. Boom. Alles klar. Ich glaube, da war es dann auch für diesen Part. Das sind dann so ungefähr 45 Minuten irgendwie so was, wenn ich mich nicht irre. Und dann heißt halt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte lasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge. Tschüss.